NFC 15 ist vorbei. Wir haben gekämpft, wie man an unsere Gesichter sieht. Wir sind aber wieder in Wiesbaden. Und falls ihr wissen wollt, wie diese Gesichter zustande gekommen sind, dann viel Spaß beim Video. Was sagst du? 110? Guck mal. Ich film doch nicht meine Käse. Die haben sich jetzt geprügelt, die werden besser. Ja, guck mal, die sind alle Killer. Warum macht ihr, wenn ich weg bin? So, letzte Training ist vorbei. Wie fühlst du dich? Sehr gut, sehr gut. Gut vorbereitet. Wir haben alles getan, was getan werden muss. Jetzt liegt es nur noch in Gottes Hand. Morgen geht's los nach Essen. Freust du dich schon auf die Waage? Ich freue mich, den Walewski niederzustarren. Auch wenn du Straße bist, sind wir von Grund auf verschieden. Unser Flüchtlingsheim, die Seevater sagt, vergiss sie, du kommst. Boah, voll leicht. Habt ihr das gesehen? Gewicht geschafft und hier zwei Raum. I'm gonna smash this meal. So, wir sind jetzt im Hotelzimmer. Auch wenn es so aussieht, als würdest du dich schlafen legen, haben wir erst 2:30. Was haben wir bis jetzt so erledigt? Ja, wir waren jetzt erstmal beim Medical Check, Fotoshooting, haben Klamotten bekommen, Handschuhe und waren kurz einkaufen. Ich habe mir was zu futtern geholt und jetzt bis um 18 Uhr kurz entspannen, dann ist die Showwaage, dann geht's los. Wie gefällt dir bisher so die Aufmachung bei NFC? Du bist ja das erste Mal hier, morgen stehst du das erste Mal im Cage, aber wie gefällt's dir bisher? Ja, ein bisschen viel gewartet jetzt, aber ist okay, wir haben was gefrühstückt. Aber sonst ist ganz cool. Gut, also sehen wir uns um 18 Uhr bei der Waage wieder. Bis um 18 Uhr. Jo, David! Jawohl! Zwei der besten Talente im Schwergewicht hier in Deutschland treffen so früh in ihrer Karriere aufeinander. Solche Duelle gibt es nur hier. Großen Applaus! Hast du noch letzte Worte an Walewski? Trainer gibt letzte Worte. Trainer. Nichts zu sagen. Also nach dem Weight Cut wieder aufgeladen. Wie fühlst du dich? Aufgeladen. Ich fühle mich super. Wir haben gut gegessen. Jetzt geht's ins Bettchen. Morgen. We gonna smash your boy. Morgen gibt's die Schlacht. Morgen geht's in die Schlacht. Wen haben wir hier? Magst du dich einmal vorstellen?
Und wie geht der Kampf morgen aus? Also ich hab's ja schon gesagt, erste 10 Sekunden kommt eine Overhand von Simon und die wird diesen Balewski schlafen legen. Oh, sofort! Ins Land der Träume schicken, der wird, glaub ich, den ganzen Tag nicht aufwachen, den ganzen Tag. Richtig gut träumen, richtig gut. Sagst du, Balewskis Gesicht sieht dann aus wie deins? Boah, schlimmer. Ist schwer, aber wird schlimmer aussehen. Magst du den Leuten einmal erzählen, was mit deinem Gesicht passiert ist? Das hat auch Simon mit mir angestellt. Jawohl. Und was sagst du? Kleine Ratte! Ich bin gefickt. Du bist gerade Wasser auf und fragst, was habt ihr gemacht? Ich hab nur noch. Wir haben jetzt hier noch den Serkan. Hallo Serkan. Hallo. Freust du dich auf den Kampf morgen? Ich freue mich auf den Kampf morgen. Morgen geht gut. Hast du eine Prognose? Ja, ich sag erste Runde TKO. Für Balewski, ne? Ja, für Balewski. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Gut. Obwohl du so viel geschwitzt hast. Ja. Es war kalt und trotzdem habe ich geschwitzt. Was machen wir jetzt? Breakfast. Hat er das nicht Banda. Also. Wie ist die Lage? Wir haben jetzt letztes Mal noch ein bisschen trainiert. Geduscht. Jetzt nochmal kurz entspannen und dann geht's in die Halle heute Abend. Ja, wird das auch dein Einlauflied heute? Nee. Was wird dein Einlauflied? Mein Einlauflied wird Katy Perry Firework. Oh. Gleich, genau das. Jawohl. Ja. Komm. Jawohl. Und du hast es gesagt, es ist ein sehr, sehr relevanter Kampf für die deutsche MMA-Szene, weil hier zwei Top 5 Schwergewichte. Was ins Auge gekommen ist, das kann man sich schenken, indem man einfach gründlich ist. Da machen die offiziell. Simon Schuster! Konter ihn, Simon, konter ihn! Jawohl, genau so! Genau so! Ja.
Ja. Genau so. Ja. Let's go. Ja. Nach vorne, Simon, nach vorne. David Balewski. So, den Kopf machst du immer Friseur. Wenn ich hier den Kopf so richte, dann kannst du einfach so. Ich da auch besser aus? Natürlich, du hast ja jetzt heftige Cuts. Ach so. Er ist stark im Game-Rennen bei seinem Trainer, bei seinem Coach Peter Sobotta, der ihn heute sehr, sehr gut eingestellt hat. Du warst schon immer ein starker Kämpfer in der NFC Series, im ersten Kampf gegen Holodenko. Du warst schon immer ein starker Mann, aber wir haben heute einen Florian Sendeli gesehen. Du hast innerhalb von 6 Monaten... Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir noch Essen bestellt. Ich sehe demoliert aus. Warte. Hier ist mein Eisbeutel. Aua. Cool. Coole Sache. Ist hier rechts vor links oder was? Bruder. Was ist das? Hi! Bruder, warum ist da Rauch, Bruder? Hier ist das Street. Hier ist das Streetfest. Ist hier jemand? No? Yes? Okay. What? What's happening here? Maybe fire. Oh, really, really fire. Fire. There's a... How can I... Hello! Wir haben Dienstag, der Kampf ist 4 Tage her. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, den Kampf zu analysieren. Ich habe ihn mir mehrmals angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? David hat nach Punkten gewonnen. Es war ein sehr knapper Kampf. Ich konnte leider nicht alles zeigen, was ich kann. Aus irgendeinem Grund hatte ich an dem Abend eine Blockade. Aber umso öfter wir das Video sehen, umso klarer wird uns, dass ein Rückkampf ganz anders ausgehen würde. Deshalb hoffe ich, dass es früher oder später auf jeden Fall zu einem Rückkampf kommt. Außerdem will ich mich bei allen Leuten bedanken, die mich unterstützt haben. Egal, ob die Leute da waren, live geguckt haben, die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Und beim nächsten Mal gibt es wieder einen Sieg. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen hinter den Kulissen jetzt während dem Kampf. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt einen Kommentar. Teilt also das Video und Daumen hoch.